62 Meter. Sag es nicht so oft. 62 Meter, Gerrit. Es sind 62 Meter. Okay. Ich glaube 62 Meter, oder? Gerrit, stell dir einfach vor, es wäre noch ein bisschen höher, dann ist es nicht so schlimm. So, die Seile sind hier oben, ja, aber gespannt. Genauso gespannt. Während seines Runs hören, er ist verkabelt mit einem Mikrofon. Man hört den Wind schon, da oben wird es etwas windiger. Die ganze Sache natürlich noch ein bisschen interessanter und auch ein bisschen spannender. Es kann losgehen, lieber Gerrit, sagen die Jungs, und er fühlt sich nach vorne. Und es ist jedes Mal so ein Herzklopfen, was in mir zu spüren ist, wenn sich die Leute die Hotelfassade hinunterkippen. Und er steht. Leicht ausgerutscht. Ist ganz schön glatt hier oben, Leute. Ja, ich schicke gleich mal die Stepp zum Streuen. Ganz ruhig. Ja? Mach ganz entspannt, wir haben Zeit. Müssten mal wieder sauber gemacht werden. Also die einen sagen, es ist sauber, der andere sagt wieder, es müsste mal wieder sauber gemacht werden. Jungs, Mädels, jetzt müsstet ihr euch mal wieder einig werden, ne? Ja, man sieht die Vögel, lassen so ihre Spuren. Steht ja auch schon ein bisschen das Bekür, ne? Der kleine Gerrit lernt heute laut laufen. Ja, also hier fühlt man sich auch schon ein bisschen wie so ein Zweijähriger. Ja, oder Einjähriger. Wie ist die Aussicht da oben? Ach gut. Was heißt noch? Das war besser, weil der Boden mal näher kommt. Okay. Auf jeden Fall gespannt, wie die Autos vorbeifahren. Ja, winken sie doch mal. Ja. Hallo, der Gerrit, wir sind hier auf, wir sind beim Blauen hier unten.